Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch die tägliche Footmess SBC vom 24.12. vorstellen, also sozusagen die Weihnachts-SBC. Ich habe gehofft, dass man hier vielleicht was richtig krasses bekommt. Man bekommt immerhin ein 25k-Set, aber es hätte natürlich auch irgendwie ein 50 oder ein 100k-Pack sogar sein können. Das war leider nicht der Fall, da hat uns EA noch nicht so gegönnt. Letztes Jahr hat man, glaube ich, zu Weihnachten dann noch als Geschenk ein paar Packs bekommen. Mal schauen, ob das dieses Jahr auch der Fall ist. Und ja, Freunde, schreibt mir wieder unbedingt in die Kommentare, wen ihr aus diesem Pack gezogen habt. Wir hoffen natürlich jetzt auch dann auf eine Leinwandkarte. Ich habe ja beim letzten 25k-Pack aus so einer SBC keinen Leinwandspieler gezogen. Da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Deswegen hoffe ich, dass das heute besser wird. Wir drücken einfach mal drauf, Leute. Das Ganze soll nicht allzu lange dauern. Come on. Und es ist wieder kein Leinwandspieler. EA gönnt nicht mal zu Weihnachten. Portugal ZUM, das ist Fernandes. Ist kein schlechter Spieler, aber kostet natürlich überhaupt nichts. Mit einem 80er Rating kann man da wenig mit dem anfangen. Choupo-Moting haben wir noch am Start, der sehr, sehr gut gespielt hat. Und ansonsten noch Origi. Man bekommt natürlich ein bisschen was raus. Also so 2900, ja, ungefähr 5000 Münzen. Wenn man da natürlich die ganzen Positionsumwechselkarten und einfach alles halt so ein bisschen verkauft, dann bekommt man da schon locker 5000 Münzen auch raus. Also ich würde sie euch schon raten, denn die SBC hat mir, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Münzen maximal gekostet. Ich hatte fast alles im Verein. Also von dem her war das auf jeden Fall eigentlich eh rentabel. Aber ja, wir hatten leider keinen Leinwandspieler. Wir hatten einfach kein Glück. Und ja, Freunde, dann war es auch schon wieder mit dem heutigen kurzen FIFA 18 Video. Ihr seht hier, die 83er, 84er haben sich gut verkauft. Und da habe ich auf jeden Fall einige Coins rausbekommen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch das unbedingt noch anschauen. Da habe ich euch eben erklärt, warum die jetzt eben mehr wert sind als noch vor ein paar Wochen. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Leute, checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch allen noch eine frohe Weihnachten und natürlich auch ja, schöne Feiertage, erholt euch gut und ja, nutzt die Zeit mal für euch und für eure Familie und schaut, dass ihr da einfach ein bisschen viel Zeit verbringt. Und dann war's das, wir hören uns, ich bin raus, habt immer High Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao!